Boah, ich bin so tot. Mich haben so viele Schnaken gestochen. Es ist so schlimm. Wir waren gestern Abend noch draußen. Ich habe ja auf Insta gepostet, auch noch Cocktail gemacht und irgendwas. Und wir waren die ganze Zeit noch draußen. Ey. Cocktail mit dem ganzen Wodka und so. War krass, ne? Ja, ich habe auf jeden Fall am linken Bein 6 Stiche, am rechten Bein 4. An meiner Hand, also am Arm, habe ich, glaube ich, 2 links und einen rechts. Und an meiner Hand, ich habe einfach an dem Finger, habe ich 2 Stiche links und an der rechten Hand an einem Finger einen, Alter. Es ist so schlimm gewesen gestern Abend. Ich bin so zugestochen worden. Ich habe letztens... Es juckt überall. Ich habe letztens mitten in der Nacht eine Wespe gefangen genommen, weil die ist halt mitten in der Nacht, ich glaube es war so 4 Uhr oder so, in mein Schlafzimmer reingeflogen. Und ich hasse Wespen. Und dann bin ich halt in die Küche gerannt und hab mir ein Glas geschnappt, hab die mit dem in dem Glas gefangen. Ja. Und hab dann so gedacht, so scheiße. Irgendwie muss ich die jetzt loswerden. Hab versucht, die aus dem Fenster dann mit dem Glas so rauszukicken. Hat aber nicht funktioniert, die wollte halt im Glas bleiben. Hab ich so gedacht, so scheiße, was mach ich denn jetzt? Und dann hab ich es irgendwie geschafft, das Glas in die Küche zu stellen. Und dann habe ich so die Tür genommen, damit ich sie ganz schnell zumachen kann. Hab einen Schuh gegen das Glas geworfen, damit das Glas umfällt. Und hab dann einfach gehofft, dass die von alleine irgendwann durch das Küchenfenster rausfliegt. What the fuck? Und am nächsten Morgen, als ich aufgestanden bin, hatte ich so Schiss, dass sie einfach noch da ist. Ich so richtig so, wie irgendwie so bei einem Kriegseinsatz, so ganz vorsichtig die Tür geöffnet. Aber sie war weg. Ja, Gott, Alter. Ich muss sagen, ich habe halt wirklich vor allem, was so stechen kann, aber ich ultra. Also nicht Angst oder so, aber ich bin der panisch, echt. Das ist eine geile Story, ja. Ja. What? Hatte da mega die Special Mission. Richtig gefährlich. Jan gegen die Wespe. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der Koop-Spielerkette zusammen mit Jan. Hallo. Hey. So, und zwar haben wir heute wieder zwei wunderbare Spiele. Einmal spielen wir hier direkt gegen die Tottenham Hotspurs in der Liga. Ich weiß gar nicht, welcher vierter Platz die sind, aber wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel, das muss ich sagen. Und danach haben wir ein Spiel, wo wir im Pokal spielen, im englischen Tottenham-Pokal oder wo? Wo sind die denn? 14. Ich sehe sie nicht mal. Ach, da, 14. Ja, sie sind aber eigentlich, also so eine schlechte Mannschaft haben sie ja eigentlich nicht. Naja, nee. Egal, wir gucken uns das mal an. Und beide Spiele sollten wir theoretisch, wenn wir wollen, können, gewinnen. Ja, rechts um am i ist auch die letzte Folge verlinkt. Könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Das war eine krasse Folge, die war ultra nice. Genauso wie Jans Folge, die war auch mega, mega nice. Das ist sogar auf rechts, jeden Fall. Rechts um am i auch Jans Kanal, ja. Da kann er auch super spannende Koop-Folge. What the fuck, hast du irgendwas gesagt? Ja, aus Versehen den rechten Stick. Hast du die Story eigentlich aufgenommen mit der Wespe und so? Ja. Kannst du mir das schicken? Ich fand das irgendwie mega witzig. Ja, kann ich. Du musst mich bin auch erinnern. Im Story erzählen eigentlich mega schlecht, aber das fand ich eigentlich ganz gut. Okay, na dann. Welcher bin ich? Bin ich der Linke oder ja, bin ich der Rechte? Er drückt einfach. Hey, also. Hey, als ob du drückst einfach. Ich hab einfach jedes Mal gedrückt. Richtig nice. Ja, gut. Okay, Leute, da bin ich. Ich mach mich warm. Mega nice. Und das habe ich auch nötig, denn die Spiele müssen wir gewinnen. Und das geht nur, wenn ich richtig warm gelaufen bin. Obwohl es eigentlich warm in meinem Zimmer ist. Und ja. Alter, was für ein Wortspielwitz, ne? Ja. Ich bin ja immer noch im Trikot unterwegs, weil es einfach. In deinem Sport-T-Shirt, ja. Ja, ja. Komm. Jawohl! Torwart gerade, aber trotzdem drin. Der Schuss war einfach zu krass. 1:0. Yes, sauber. Sehr schön gemacht. Verstehe ich genau richtig. Ja, der Pass war auch echt gut mal, ausnahmsweise. Ja. Gut, sehr schön. So gefällt mir das. Verrückt. Oh. Der Pass war voll schwach, aber ich habe ihn natürlich so als Steilpass probiert. Ey, wie er mich... Nee, oder? Hat er jetzt nicht ernsthaft gemacht. Dich kriege ich.
Scheiße. Oh, jetzt läuft der Bot raus. Es gab nicht mal Freistoß oder so dafür. Er hat nicht mal Vorteil gepfiffen. Und der rennt einfach mit dem Ball raus. Oh Gott, Alter. Halbzeit. Halbzeit, Alter. Das war ja echt knapp jetzt nochmal. Alter. wie knapp. Okay, 1-0. Auf jeden Fall hast du ein Tor gemacht. Und wir brauchen aber noch mehr, weil das ist irgendwie... Ich will mal hoch gewinnen. Ich will ein Tor machen. Und jetzt machen die eins. Weil die sind cool. Ja. Ich hab's halt noch gesagt, mal wieder. Kennt man. Aber ja, das dass er ihn halt so reinmacht. Ja. Das hat mich, jetzt schon ein bisschen genebelt. Ja, weißt du, so auf Platz 14, das juckt die nicht, der macht einfach so ein Tor. Ja, ich habe ja gesagt, schlecht sind sie nicht, aber dass wir als Platz 5 sind, naja, machst du nix, ne? Der nicht mehr lange Platz 5. Will halt auch irgendwie nicht zu dir passen, immer. Jetzt ist Schluss. Da unten ist einer frei und er kriegt ihn und er macht ihn. Es war, warum sehen das die Verteidiger nicht? Es ist so offensichtlich gewesen. Fuck it, Alter. Ja, kannst nicht sagen. Es ist ja nicht schlecht gemacht, aber... Boah! Alter! Junge! Wollen mich es alle muss verletzen? Rot. Komm, Ei, das gibt's doch nicht. Du schießt. Komm, mach ihn rein. Das wäre so episch. Da bin ich. Hey. Kannst du mir passen, wenn du willst? Ich mach ihn. Das ist halt sehr nah. Ja, komm, pass. Ah. Oh, er hat ihn gehalten. Also das war's. Das ist scheiße, wir haben verloren. Das gibt's nicht echt. Das letzte Ligaspiel war ein Unentschieden. Jetzt ist eine Niederlage. Da musst du aber auch besser verteidigen einfach. Das ist echt kacke, ist das. Fuck. Fuck it, Alter. Führt und Tottenham hat das Spiel gedreht. Boah, nervt das, Alter. Das kann nicht sein. Das sieht für die Tabelle nicht ganz so gut aus wahrscheinlich. Jetzt spielen wir Pokal, das wird noch kritischer. Also da dürfen wir uns sowas nicht erlauben, weil man wäre ja direkt weg, theoretisch, ne? Ja. Wir sind hier im Achtelfinale, sehen wir gerade. Also man wäre direkt weg. So sind wir jetzt auf Platz 6, ist natürlich nicht gut. Tottenham jetzt auf 11, aber ja, da habe ich noch ein bisschen Vertrauen. Wir haben ja auch noch genug Spiele. Aber wie gesagt, jetzt Pokal, da wird's ultra ernst. Nächste Folge auch wieder Champions League. Uiuiui, das kann kritisch werden. Also man sieht's hier, Pokal, Achtelfinale. Wir müssen ins Viertelfinale kommen. So, wir sind zu Gast bei Barnsley. Und wie gesagt, gewinnen ist Pflicht. Wir wollen hier nicht im Pokal schon im Achtelfinale rausfliegen. Das ja, wir sind auch die Favoriten. Wäre semi-gut. Ja, wir, das ist also eigentlich das Ziel gewinnen. Stand zumindest in den Anforderungen. Okay, ist genauso schlecht, ne? Nee. Ja. Es ist verrückt. Es ist viel besser. Es ist. Kennt da nix, Alter. Richtig nice. Das ist halt fast Originalqualität, wenn man das startet. Ja, bei dir aber nicht. Du hast irgendwie Kack-Internet. So, Leute, Halbzeit 0-0. Die mauern sich ultra krass hinten rein. Das ist so nervig, Leute. Das ist unglaublich. Wir kommen da fast gar nicht durch und wir haben viel mehr Ballbesitz. So viele Chancen jetzt nicht, aber viel mehr Ballbesitz. 60-40 und ja, das ist einfach, ja, es ist nervig. Wir brauchen ein Tor. Das ist scheiße. Ja, die verhindern eigentlich nur unser Spiel und machen nichts aktiv selber. Die haben keinen einzigen Schuss, die machen nichts, nur am Verteidigen. Lizenz, jawoll, endlich. Yes. Du drückst alles direkt weg. Ich wollte das nicht wegdrücken, ich hab Ey. Das Ding ist aufgeploppt bei mir und ja. Zweites Tor in dem Pokal, aber es kommt eh keine Tore, ne, also... Weil wir spielen ja auswärts, ja. Mach was. Oh, das war doch so schön und jetzt hält er mich auf.
Er steht direkt vor mir und hat mich wegen aufgehalten. Aber es war gut gemacht, trotzdem Lattenschuss. Echt nice. Du musst halt rausspielen, aber du darfst es nicht, weil draußen machen die nichts damit. Den Ball. Können damit nichts anfangen. Junge, ich schieße jetzt einfach. Das nervt mich jetzt langsam. 10.000 Leute ja, da. Das nervt so ultra. Mann, ich gehe jetzt weg. Letzten Minuten Nachspielzeit ist schon angebrochen. Komm, komm, komm. Lass die Zeit rumgehen, pfeif ab. Kein Bock mehr, dass die jetzt noch ein Tor machen, was theoretisch echt sein könnte. Weil es ist immer so. Ja, er pfeift ab. Yes, 1-0. Mal wieder krass hoch gewonnen. Aber, ja, es reicht. Es reicht und das ist die Hauptsache. Wir sind eine Runde weiter, wir sind im Viertelfinale und ich würde sagen, wer sehen will, wie es in der nächsten Folge weitergeht, muss natürlich nächste Folge einschalten. Krass, ja. Okay. Also, schaltet ein, schaltet auch dann bei Jan ein. So. Das war auch nice und ja, bis dahin. Hau rein. Ciao, ciao. Ciao.